gerne tierbreiter Fahrbahn einen Schwan. Hast du wieder so ein klassischer. Ich will nicht weg. Also, Sie waren auf dieser Fahrspur. Auf gut, wir haben Sie angehalten, weil Sie telefoniert haben während der Fahrt. Wo wollen Sie denn hin? Nach Hause. Nach Hause? Wo ist es zu Hause? Das Problem ist, Sie sind aber schon sehr weit weg von Ihrem Roller gewesen. Sie dürfen hier nicht lang, weil das Fahrzeug steht da und kommt nicht mehr weg, weil es hat einen Unfall gehabt. Hi, ich bin der Marcel, ich bin 24 Jahre alt und jetzt seit einem Jahr hier bei der Polizei Autobahnstation Frankfurt. Ich nehme euch heute mit und zeige euch einmal den Alltag hier bei uns auf der Autobahnstation. Gut, wir sind jetzt auf dem Weg zu unseren Fahrzeugen, die stehen hier in den Garagen und das holen wir jetzt erstmal, damit wir anschließend das dann vorbereiten können. Ja, wir haben jetzt hier unser Equipment geholt für den heutigen Tag, bestehend aus Handy, Koffer und Türöffner. Die Digitalfunkgeräte haben wir schon am Mann und das räumen wir jetzt noch in unser Auto. Ja, wenn wir jetzt schon mal hier sind, kann ich euch gleich noch erklären, was wir hier alles im Auto dabei haben. Denn unsere Fahrzeuge von der Autobahnstation haben ein bisschen anderes Equipment dabei als vielleicht ein Streifenwagen in der Stadt. Wir haben hier zum einen vier Warnbalken mit Leuchten drin, die wir aufstellen können, eben zur Absicherung von Unfällen. Haben auch noch mal vier Blitzleuchten dabei. Zusätzlich als Abwehrmaterial ist es immer gut, wenn man einige Warnfackeln dabei hat, die sehr hell leuchten. Vor allem in der dunklen Jahreszeit und auch in den Nachtdiensten ist es sehr wichtig, dass wir diese Warnfackeln auch werfen. Dazu kommt noch ein Markierungsspray, falls irgendwelche Leitplankenschäden oder sonstige Schäden an der Autobahn sind, also an Leitplanken, an irgendwelchen Betonwänden, dass wir die Schäden markieren. Unser Koffer, wo Alkoholtestgeräte drin sind, Drogentestgeräte und auch eine Kamera. Und ansonsten haben wir noch einen Besen, weil hin und wieder muss dann auch mal eine Unfallstelle gekehrt werden von uns. Auf Streife bin ich heute nicht alleine. Mit mir unterwegs ist heute meine Streifenpartnerin, die Joanne. Ja, ich bin die Joanne, ich bin 23 und jetzt seit einem knappen Jahr bei der Past. Und dann schauen wir doch einfach mal, was uns heute so erwartet. So, wir fahren jetzt erstmal ganz normal auf Streife. Wir haben jetzt noch keinen Auftrag und sind jetzt erstmal frei für alle Aufträge, die kommen. Wir haben natürlich im Auto ein paar Besonderheiten. Einmal unser Bediensystem fürs Blaulicht und Signal und dann unser Funkgerät. Im Moment sind wir auf dem Status frei. Da kann uns die Einsatzzentrale jederzeit einen Auftrag geben. Und den roten Knopf hier, der uns ein bisschen erleichtert, schneller das Blaulicht einzuschalten. Wir haben jetzt hier bei der Fahrbahn einen Schwan auf der 648 zwischen Eschborner Dreieck und dem Westkreuz. Steht irgendeine Steife in der Nähe der 648? Wir sind jetzt auf dem Weg zur 648. Dort soll sich auf der Fahrbahn ein Schwan befinden. Wir fahren dort jetzt mit Blaulicht hin, weil eben dort durch den Schwan Verkehrsunfälle verursacht werden können und dass dadurch wieder auch Gefahr für Leib und Leben besteht für die Menschen. Und das wollen wir eben einfach verhindern. Deswegen müssen wir etwas zügiger jetzt dorthin. Das ist wieder so ein klassischer. Ich will nicht weg. Fahrt Richtung Süden. Der hat gesagt, am Westkreuz.
würde der da hocken, rechts auf dem Seitenstreifen. So würde er sich sonnen. Ja, okay, verstanden. Ja, wir haben jetzt in unserem RTK oben den Schriftzug Sperrung drin stehen. Wir sperren quasi jetzt die Straße, damit wir das Tier von der Fahrbahn geleiten können und niemand dabei überfahren wird. Wichtig ist dabei, dass wir halt den Verkehr auch rausnehmen, um auch uns dann einen Arbeitsraum zu schaffen, weil wenn wir gleich auf die Fahrbahn treten werden und der Verkehr noch an uns vorbeirauscht, ist es auch eben für uns sehr gefährlich. Und das wollen wir, dieses Risiko einfach minimieren. 64, der 6. Also der Schwan, der ist hier oben auf der A5 Richtung Süden, am Ende der Zufahrtsspur von der BRW 648 kommt. Der Auftrag mit dem Schwan hat sich für uns erledigt. Andere Kollegen haben den Schwan angetroffen und haben ihn wieder zurück ins Grüne begleitet. Jetzt noch unser Sachschaden, Südkreise, aber die Spur kommen auf die A3. Und 64, 6, an 64. Der 6 hört und fährt. Das ist sehr schön, danke fürs Ganze. Sehr gut abgeparkt, klasse gemacht. Wir haben jetzt einen neuen Auftrag bekommen. Wir sollen zu einem Verkehrsunfall fahren. Dort stehen die Fahrzeuge noch auf der Fahrbahn. Das ist deswegen gefährlich, weil eben dadurch Staus entstehen können, weitere Folgeunfälle. Verkehrsteilnehmer könnten die Fahrzeuge übersehen und dementsprechend versuchen wir jetzt zügiger hinzufahren. Den Personalausweis brauche ich noch von Ihnen. Okay, Herr. Also, Sie waren auf dieser Fahrspur. Auf der rechten Spur. Ja. Ich wollte ja hier wieder rüber, weil hier gerade auswählen. Ja. Ich habe den Spiegel gesehen, dass er hier am Stand fahren rumfährt. Ja. Ich habe gesagt, ja, da wird ihr wohl merken, dass ich jetzt. Ja, lieb. Wir sind ja noch flexibel und können ja klettern, das geht ja. Okay. Wir haben uns jetzt den Schaden an beiden Fahrzeugen angeschaut und werden jetzt erstmal das Ganze Schriftliche machen, bevor wir nochmal mit den Unfallbeteiligten sprechen. Ich bräuchte einmal Nummer und Zeit. Die Nummer. Ja, verstanden, danke. Dann habe ich hier für Sie, beziehungsweise halt für die Firma, da geht es halt einfach dann um den Schadensausgleich, das ist die Verkehrsunfallnummer. Da ist der Vorgang bei uns registriert. Okay. Wir sind von der Polizei Autobahnstation Frankfurt. Gut. Ja, das können Sie so abgeben. Wir haben den Verkehrsunfall jetzt aufgenommen. Die Unfallbeteiligten waren bereits selbstständig auf den Standstreifen gefahren und standen nicht mehr auf der Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nur leicht beschädigt, deswegen konnten auch beide weiterfahren und wir sind jetzt wieder frei auf Streife. So, wie ihr jetzt schon bereits gesehen habt, erstreckt sich unser Hauptaufgabengebiet über den Verkehrsbereich. Wir nehmen relativ viele Unfälle auf. Wir räumen Teile von der Fahrbahn, sichern Pannenfahrzeuge ab. Unser Dienstgebiet erstreckt sich um die Autobahnen rund um Frankfurt. Das sind 100 Kilometer circa. Das klingt jetzt erstmal relativ wenig, aber wenn man bedenkt, was wir hier für eine große Verkehrsdichte haben in diesem Bereich, haben wir doch sehr, sehr viel zu tun und sind auch auf diesem Gebiet gut ausgelastet. Da ist der Unfall von den anderen. Hier endet jetzt unser Dienstgebiet. Ab
der Brücke ist dann das, die Polizeiautobahnstation Langselbold zuständig. Wir nutzen jetzt eine in unserem Fachjargon genannte illegale Abfahrt. Die nutzen wir hauptsächlich dafür, um auf die andere Seite wiederzukommen. Eben wenn wir schnell die Autobahn wechseln müssen. Auf Einsatzfahrten wird es häufig genutzt. Einfach damit, weil nämlich viele Abfahrten dann doch immer relativ weit weg sind und wir sonst viele Kilometer noch fahren müssten, kommen wir so schnell auf die andere Seite und sind so schnell am Einsatzort. Bei diesen Wegen gilt das Verbot der Durchfahrt, geregelt auch durch Zeichen 250. Wir sind von dieser Regelung ausgenommen, da wir eben die Sonderwege in Anspruch nehmen dürfen mit unseren Einsatzfahrzeugen. Wir haben jetzt hier gerade auf der Streifenfahrt einen PKW gesehen, wo der Fahrzeugführer sein Mobiltelefon am linken Ohr hat und dabei telefoniert hat. Wir haben jetzt auf unserem RTK den Schriftzug bitte folgen reingemacht und fahren jetzt mit ihm von der Autobahn runter, damit wir ihn dann in einer sicheren Umgebung auch für uns einer Kontrolle unterziehen können. Für ihn. Einen schönen guten Tag, die Polizei. Bitte schalten Sie mal das Fahrzeug aus. Das Fahrzeug ausschalten erstmal. Gut, wir haben Sie angehalten, weil Sie telefoniert haben während der Fahrt. Meine Kollegin und ich haben gesehen, wie Sie das Telefon am linken Ohr hatten. Sie müssen dazu aber auch nichts sagen. Sie sind nämlich jetzt Betroffene in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das heißt, Sie können sich der Polizei gegenüber äußern, müssen aber auch nicht. Haben Sie das soweit verstanden? Gut. Ich werde jetzt einen Datenermittlungsbeleg ausfüllen. Ja, da bekommen Sie dann Post vom Regierungspräsidium aus Kassel. Ja, ich wollte nicht immer Polizistin werden. Als kleines Mädchen wollte ich, glaube ich, wie jedes Mädchen Tierärztin werden. Dann hatte ich viele andere Überlegungen. Ich wollte in die Eventbranche, wollte Stewardess werden und dann wollte ich eigentlich eine Schreinerlehre machen, aber habe mich dann doch dazu entschieden, Polizistin zu werden und das war auch eine gute Entscheidung. Der Beruf ist so vielfältig und bietet jeden Tag was anderes. Man weiß nie, was passiert und ich habe einfach Spaß dabei, den Job zu machen. Als Kind wollte ich auch nicht schon immer zur Polizei. Mein Kindheitstraumberuf war, Kfz-Mechatroniker zu werden. Dann während der Schulzeit hat es dann immer mehr rauskristallisiert, dass ich eigentlich Journalismus studieren wollte. Hab das auch schon angefangen, beziehungsweise bin in der Theater- und Medienwirtschaft gelandet für ein Semester zum Studieren und habe mich dann aber nochmal umentschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich doch mehr Abwechslung in meinem Beruf brauche und einfach viel mehr draußen sein wollte, mit Menschen arbeiten wollte. Und da hat sich dann eben die Polizei sehr gut dafür angeboten. Und so bin ich eben halt hier dann gelandet. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich sehr glücklich bin, diesen Beruf gewählt zu haben, eben wegen dieser großen Vielfalt, der großen Abwechslung, weil man so viel erleben kann und weil man eben auch was Gutes tut und Menschen helfen kann. Und das merkt man vor allem hier auf der Autobahn, dass Leute einfach auch dankbar sind, dass man für sie da ist, dass man ihnen hilft. Und ich glaube, das ist das größte Feedback, was wir bekommen haben, wenn die Leute sich bedanken, wenn man von einem Unfall wegfährt, dass man ihnen eben geholfen hat. Wir haben jetzt momentan keinen Auftrag. Wir haben jetzt mal kurz Pause. Da kann man sich aber die Zeit nehmen, sich mal auf die Autobahnbrücke stellen, ein bisschen den Verkehr zu beobachten, ob man vielleicht auch irgendetwas Auffälliges sieht. Oder man genießt einfach mal für einen kurzen Moment den Blick auf die Skyline. Metallteil gemeldet.
Kannst du noch mal zum Abgleichen mit der Örtlichkeit kommen? Das ist das Westkreuz, Verbindung der 5 aus Kassel zur 6. 48 Richtung Wiesbaden. Ja, verstanden. Dann, wie gesagt, negativ. Ich habe noch mal einen Auftrag auf der A3 Richtung Würzburg. Zwischen Frankfurter Kreuz und Frankfurt Süd. Da hat ein Bürger, der da langgefahren ist, berichtet, dass da ein Fahrzeug an die Mittelleitplanke gefahren sei. Also er selbst, der Anrufer, war kein Unfallbeteiligter. Der hat es einfach nur hier mitgeteilt. Guck, das möchte das viele machen. Ja, mach wir fahren hin. Wir haben jetzt den nächsten Auftrag bekommen. Über Funk kam rein, dass auf der A3 zwischen Frankfurter Kreuz und Frankfurt Süd ein Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke gefahren sein soll. Näheres wissen wir noch nicht, deswegen fahren wir jetzt schnell dorthin, damit wir alles schnell aufklären können. Halt schon mal die Pfeile rein, dass die rüber ziehen. Also wir konnten kein Fahrzeug feststellen, das in die Leitplanke gefahren ist und auch keinen Neuschaden. Wir brechen ab. Ja, das war mal wieder ein kurioser Fall. Es ist immer wieder verwunderlich, was manche Verkehrsteilnehmer wahrnehmen und wie auch immer. Wir sind jetzt diese ganze Strecke einmal abgefahren, haben geschaut, ob wir irgendwo ein Fahrzeug sehen oder halt eben einen neuen Leitplankenschaden. Beides war jetzt nicht der Fall. Dementsprechend kann es auch einfach gewesen sein, dass der Verkehrsteilnehmer, der das gemeldet hat, gesehen hat, dass der Fahrer des jetzt unbekannten Fahrzeugs vielleicht zu weit nach links rausgekommen ist, sich aber selber dann wieder gefangen hat, bevor er eben in die Schutzplanke gefahren ist. Nachdem wir fürs Mittagessen erst einmal auf der Dienststelle waren, sind wir jetzt wieder draußen unterwegs. Jetzt gehen wir so langsam auf unsere Stoßzeiten zu, vor allem im Berufsverkehr morgens, aber auch dann abends im Feierabendverkehr. Haben wir dann doch das häufigste Aufkommen an Arbeit. In den Mittagsstunden ist es dann doch teilweise etwas ruhiger, aber das lässt sich auch nicht über einen Kamm scheren bzw. pauschalisieren. Ja, 64 auch für dich zur Kenntnis. Wir haben am AD Bräugesheim in Fahrtrichtung Oberursel einen Gummiteil auf der Fahrbahn gefunden, das wir jetzt wegräumen werden. Ja, okay. Der Fahrer wird das alles auf dem Weg dorthin, ja? Ja, genau. Wir mussten noch mal drehen, weil wir es zu spät gesehen hatten und das nicht sofort wegräumen konnten. Wie schon vorhin gesehen, fahren wir erstmal Schlangenlinien, um den Verkehr sozusagen zu warnen, dass wir hier sind und auch jetzt erstmal den Verkehr langsam. Und wenn wir gleich bei dem Gegenstand sind, machen wir auch vorher schon die Türen auf, damit der Verkehrsteilnehmer einfach gewarnt ist, dass wir gleich auf die Fahrbahn treten und so auch nochmal einfach ein optisches Signal mehr hat, dass hier auf jeden Fall was passieren wird. Wir hatten ja eben die Sperrung der Fahrbahn, damit eben auch, wenn die Kollegin aussteigt, dass sie gesichert ist. Und der LKW ist auf der Parallelfahrbahn weitergefahren.
und ist dann kurz vor dem Fahrbahnteiler wieder auf die Hauptfahrbahn gewechselt und an uns vorbei. Und dementsprechend wollen wir jetzt einfach mal kurz mit ihm reden. So, da vorne, wir haben Sperrung, das heißt kein Autofahren. Ja. Und Sie einfach vorbeigefahren. Ja, ja. Nicht gut. Ja, nicht gut, ja. Nicht ich bin auf der Autobahn gelaufen, ich habe was weggeräumt. Entschuldigung, Entschuldigung. Erfahren auf die 66 kriegen wir Person erfahren, älterer Mann, der im Bereich vom Standschalten quasi als Gegenfahrer läuft. Ja, verstanden. 166, Mikro Richtung Wiesbaden, Höhe Lula. Wir fahren. Das Gewitter, da werden Sie aber auch gemeldet ausrufen, dort ein bisschen unterscheiden konnte. Sie hat jetzt irgendwas gesagt, der 66 kurz vor der Ausfahrt nach 5 nach Darmstadt, was allerdings dann unserer Mitteilung, dass er entgegengesetzt der Fahrbahn gehen würde, widersprechen zu sehen. Was heißt, wir würden jetzt einfach, wenn wir dann ankommen, die 66 von der Winkelallee Richtung Wiesbaden abfahren und schauen, was wir da tun. Wir machen die Gegenfahrbahn. Ja, das kann ich leider nicht sagen, aber das muss man was sagen. 64-10 für den 6. Ich höre dich. Wir können für euch die Gegenfahrbahn machen. Und zwar hier im Bereich gucken, ob wir den finden. Ja, wir kommen aus Richtung Wiesbaden nach Frankfurt reingefahren auf der 66. Ihr könnt also quasi die andere machen, wenn ihr schneller seid als wir. Ja, wir fahren jetzt gerade von der 5 auf die 66. Wie man auf dem Bildschirm sehen kann, ist hier im Bereich eine Person auf der Fahrbahn. Wir haben gerade mit der anderen Streife Kontakt gehabt, die schon nach dem älteren Herrn sucht. Wir unterstützen jetzt dabei und fahren die andere Fahrbahn für die ab. Vorbei, aber wir haben noch nichts gesehen. Jetzt verlöschen. Gut, dann würden wir die Abfahrt und Richtung Lula mal hochfahren, weil sehen wir ja dann. Ja, verstanden. Der wird wahrscheinlich hier runtergekommen sein. Ja. Da ist er doch. Dann die müssen. Die erste, oder? Ja. Hier, das ist zu Hause. Das ist Haus. 64-10 für den 6. Wir haben ihn gefunden. Hallo! Hallo. Wer sind Sie? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Wo wollen Sie denn hin? Nach Hause. Nach Hause? Wo ist es zu Hause? Der hat in die Richtung gezeigt. Okay. Und hat gesagt, du musst in die USA. Okay. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ich habe gar nichts dabei. Gar nichts? Ausweis habe ich eine Straße. Nichts dabei? Bitte nochmal. In die Taschen gucken, ob er irgendwas dabei hat. Wir haben ein Handy, aber das ist aus. Ja. Nicht, dass Ihnen noch was passiert und Sie überfahren werden oder sonst sowas. Das wollen wir ja nicht. Kommen Sie einmal mit der Kollegin. Ja, okay. Genau. Danke. Ja, gerne. Dann alles Gute Ihnen. Also unsere Recherche nach einem Alten- und Pflegewohnheim mit Dann fahren wir mal dahin. Ja, für Sie und den 64, wie gerade schon über Funk mitbekommen, der 6410 hat den älteren Herrn an Bord und bringt ihn jetzt wieder nach Hause.
wir brechen ab. Verstanden. Ja, wie gerade zu sehen war, haben wir den älteren Herrn angetroffen. Es hat sich herausgestellt, dass er aus einem Alten- und Pflegeheim abgängig war. Wir hatten heute Morgen eine Personenverhandlung zu ihm gehört. Jetzt wird er von den Kollegen wieder zurück in sein Pflegeheim gebracht und wir hoffen, dass er da erstmal bleibt und nicht wieder auf die Autobahn läuft. Hier ist Frankfurt-Fahndungsrücknahme, hier ist Frankfurt-Fahndungsrücknahme, die und Fahndung nach dem Herzen hingestellt werden. Wir sind angegriffen und sind 64-10 und wird zurückgebracht in das Pflegeheim. Ich wiederhole nochmal, hier ist Fahndung Rücknahme. Also Fahndung nach eingestellt werden. Er wurde durch den 64-10 angegriffen und wird in das Pflegeheim zurückgebracht. Hier Frank, Ende mit Fahndung Rücknahme. Eine Person auf Fahrbahn gemeldet, auf der A5 Fahrt Richtung Norden, kurz vorm Ackerbad Homburg, auf irgendeinem Abbieger, so 663. Hier schaltet sich mal schnell der 64-6 ein. Wir sind gerade an der Person vorbeigefahren, die steht neben ihrem Pannenroller. Wir drehen Taunusblick und sind gerade auf dem Weg zu ihm. Ich fange das verstanden. 64. Das Problem ist, sie sind aber schon sehr weit weg von ihrem Roller gewesen und es haben uns schon Leute angerufen, ja, weil die Angst hatten, dass sie auf die Fahrbahn laufen. Wissen Sie? Dann bleiben Sie bitte hier hinter der Schutzplanke oder eben da oben auf dem Grünstreifen stehen. Aber nicht hier auf die Fahrbahn laufen. Ja, okay. Das ist sehr, sehr gefährlich für Sie. Kein Problem. Also ich hab doch nicht dabei. Okay. Ich habe da letztes Mal Werk gemacht hier. Ja, gut. Haben Sie einen Führerschein, einen Fahrzeugschein dabei? Ja, Personalausweis. Für Sie eine 64. 64, bitte 6. 64. Ja, wie gerade schon mitgeteilt, das Leichtkraftrad hat eine Panne. Der Halter ist jetzt mit dem Kumpel los, um einen Abschlepper zu besorgen. Und das Rad bleibt da erstmal stehen. Das steht aber gut, das steht in der Pannenbucht und zwar hinter der Leitplanke. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen. Da steht wirklich gut, verstanden. Im Rahmen unserer Streifentätigkeit fahren wir immer wieder die Tank- und Rastanlagen in unserem Dienstgebiet an. In unserem Dienstgebiet gibt es eine große Tank- und Rastanlage, das ist hier der Taunusblick. Dann gibt es noch 6 weitere Tankstellen und 3 Parkplätze. Auf den Parkplätzen kommt es auch hin und wieder mal zu Straftaten. Das kann sich erstrecken von kleineren Streitigkeiten oder eben auch Tankbetrug, Diebstahl, Raub oder sonstiges. 661 Richtung Oberrossen, die BRB Zufahrt Friedberger Land. Da hat es einen Unfall gegeben, zum zweiten Verlicht. Ja, verstanden, wir eilen. Wir waren jetzt eben noch auf dem Weg zu einem Pannenmotorrad. Kurz nachdem wir angekommen sind, hat sich das letztendlich von selber erledigt. Die Herren haben das hinbekommen und sind dann auch weitergefahren. Und jetzt haben wir in der Zwischenzeit schon wieder einen neuen Auftrag bekommen. Wir fahren jetzt zu einem Verkehrsunfall auf die A661 und schauen erstmal, was da so passiert ist. Ja, verstanden. Ja, da oben sind.
64, 6 hört. Seid ihr gerade bei der Friedberger eingetroffen? Ja, wir müssen noch drehen und dann sind wir da. Besteht die Möglichkeit, dass dieser Unfall oben im Kreuzungsbereich direkt von der BGU ist oder könnte das ein zweiter sein? Hier ist, also der, den wir jetzt gefunden haben, ist auf jeden Fall direkt an der Kreuzung. Ja, da müssten wir auch gleich. Ja. Ja, alles klar, das habe ich jetzt auch gesagt. Ich bin gerade in Einsatz. Wie gesagt, stell das mal auf und ich stelle den Rest mit der Landesmeldestelle dann. Sag mir nur Bescheid. Ja? Hallo. Guten Tag, hallo. Servus. Wir waren auf der Unfall. Wir sind auch gerade zufällig hier vorbeigekommen, deswegen haben wir gerade noch. Okay. Wir sind halt jetzt hier oben bei dem Unfall, dass wir hier liegen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass der Hauptverband ist. Der Verkehr läuft nämlich auch noch. Ich habe es nur direkt danach. Ich bin da rübergekommen, habe ein bisschen geholfen, okay. Weil die waren ja beide unter Schock. Und ja, gut. Ja, wenn Sie sonst nichts weiter dazu sagen können, außer dass Sie scheppern hören haben, dann danke, dass Sie da waren. Nee, keine Ursache. Ja. Alles Gute, dann. Gell? Danke. Ja, danke. Gut. Alles Gute. Super. Ich habe da vorne jetzt eine Warnfackel hingelegt, damit die Verkehrsteilnehmer auch früh genug die Unfallstelle erkennen und uns nicht noch hinten drauf fahren. Mit der Mama kuscheln. Genau. Sagst du der Lina Bescheid und der Mama sagst du, du möchtest morgen den ganzen Tag kuscheln. Ja, wir hatten hier jetzt einen Auffahrunfall. Das Fahrzeug, was aufgefahren ist, war besetzt mit einem Vater und einem kleinen Kind. Dem Kleinen habe ich einen sogenannten Rettungsteddy geschenkt, der bei uns auf den Fahrzeugen ist. Die Teddys können wir immer ausgeben, wenn kleine Kinder an Unfällen beteiligt sind, um mit der Situation klarzukommen. Dann habe ich mich noch ein bisschen mit dem Kleinen unterhalten, um ihm eben ein bisschen die Angst zu nehmen von dem, was passiert ist. Und das ist bei uns auch immer relativ wichtig, mit Unfallopfern im Kontakt zu stehen und sie in solchen Situationen zu beruhigen. Denn so ein Unfall ist natürlich nicht alltäglich. Aber nochmal kühlen müssen wir da. Das Fahrzeug bzw. der Fahrzeugführer hat es nicht mitbekommen, dass wir hier stehen und dachte, er könnte da weiterfahren. Hat dann gemerkt, dass das Auto nicht mehr weiterfährt. Das ist immer so. Ich habe ihn auch gefragt, ob er das Auto mit mir zur Seite tragen will, aber wir sind uns einig gewesen, dass wir das nicht zusammen schaffen. Servus. Was steht denn auf unserem BMW? Polizei. Und oben drauf auf dem Schriftzug steht Sperrung. Sie dürfen hier nicht lang, weil das Fahrzeug steht da und kommt nicht mehr weg, weil das hat einen Unfall gehabt. Ah, ich dachte, das wäre der GDI, der vorhin vor mir war. Nee. Shit. Deswegen müssen Sie hier zurück und dann da und Sie können dann verbotenerweise einmal da den Schlenker machen. Das ist in Ordnung. Geil, danke. Ja, ja. Ich halte dann einen an, dann können Sie da rein. Geil, danke. Alles Gute, ciao. Gerne. Wir haben den Unfall aufgenommen. Die Fahrbahn ist wieder frei. Voll verstanden. Feierabend, okay. Danke. Danke.
Wir sind jetzt hier wieder zurück auf unserer Dienststelle nach unserem Tagdienst. Wir haben jetzt noch kurz Zeit, ein bisschen Sachbearbeitung zu machen, aber das meiste wird erst morgen Abend im Nachtdienst dann geschrieben. Und ansonsten verabschieden wir uns dann gleich in den Feierabend. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir euch einen kleinen Einblick in unsere alltägliche Arbeit hier bei der Autobahnpolizei geben konnten. Bis dann! Macht's gut!